Glas dazu. Schnapp allerseits. Ja, Schnapp. Schnapp, Boss. Ah, die schöne Passagierin ist ja auch noch an Bord. Habe ich aber Glück gehabt. Übrigens, das habe ich da neulich ganz vergessen. Zum Geburtstag noch nachträglich. Ach, danke, Herr Richter. Ist aber sehr hübsch. Das ist ja wie unter dem Tannenbaum. Andauernd kommt ein neuer Weihnachtsmann. Wieso? Na, erst kriegst du der Tuch und hinterher der passende Brosche dazu. Hm? Die passt doch gar nicht. Davon versteht er nichts. Aber ich habe noch ein anderes Kleid dafür. Sie sehr hübsch. Na? Wie wär's denn mit einem kleinen Abendbummel? Ach, hier ist doch gar nichts los in dem Nest. Ach, ich bin es immer was los. Wollen Sie sich nicht setzen, Kollege Richter? Ja, danke. Halt! Wieso? Na, ist doch alles frisch gesprochen. Und morgen machst du die Hosen sauber. Horst, wie wär's denn mit einem Versöhnungsköln, du? Na ja, kommt immer drauf an, ne? Ja, ja, aber ohne ja. Hut, ja? So was ist bei mir nämlich immer eine feierliche Handlung. Ja, darin bin ich eigen. Was willst du nur trinken? Guck mal, Schoko, Kakao mit Nuss oder einen harten, je nach Stimmung. Ja, nach Stimmung? Ja. Na, dann denk ich mal an einen harten. Harten? Du, ich muss jetzt gehen. Morgen steht uns ein dicker Tag bevor. Tschüss, Anne. Tschüss, Ernst. Mach's gut, Kalle. Du. Ich bring dich noch. Danke. Sag mal, kannst du auf einem Bein stehen? Nee, du? Ich auch nicht. So. Na, Prost. Na, den Prost, weil... Wo ist sie denn hin? Mal ein bisschen frische Luft schnappen. So, dann bin ich ja wohl 5 Minuten zu spät gekommen, wie? Ja, so wie Sie gebaut sind, holen Sie das spielend wieder ein. Meinst du? Darf ich um die Hose bitten, Kollege Richter? Knallt, bitte.